Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Zwei Jubiläen bei der Feuerwehr Hennstedt-Ulzburg. Riesenflohmarkt bei Möbelkraft. Zweite Messe für Oldtimer, Youngtimer und Klassiker. Und Richtfest in der Holstentherme Kaltenkirchen. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Elektro Münster, seit über 40 Jahren in Norderstedt. Am 24. August gab es gleich zwei Jubiläen bei der Feuerwehr Hennstedt-Ulzburg zu feiern. 125 Jahre Ortswehr und 50 Jahre Jugendfeuerwehr. Alte und neue Löschmethoden wurden vorgeführt und die verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge wurden auf dem Hof zur Schau gestellt. Also wir unterstützen in erster Linie unsere aktiven Wehren. Wir haben hier eine Übung gerade gefahren von 1940 mit einem alten Löschfahrzeug. Unsere Kinder betreuen das Glücksrad und ein kleines Spritzenhäuschen und helfen eigentlich überall, wo man was anfällt. Also gekommen bin ich dazu, dass ich selber früher in der Jugendfeuerwehr war, danach ein paar Jahre Ausbilder und dann das Amt des Jugendwartes übernommen habe. Das war für mich selbstverständlich. Und für mich ist die Jugendfeuerwehr so das beste Hobby der Welt. Ja, für mich ist es eindeutig der Reiz an der Technik und anderen Leuten helfen zu können später. Und ich bin damals über Nachbarn zur Jugendfeuerwehr gekommen und habe dann dadurch den Spaß auch an der Technik gefunden und auch die Kameradschaft in der Wehr. Die Kinder konnten auf der Hüpfburg oder beim Kinderschminken Spaß haben und auf einer kleinen Dampflokomotive über den Hof fahren. Feilschen, stöbern und kaufen. Auf dem Riesenflohmarkt mit Automarkt bei Möbelkraft konnten die Besucher am 24. August zahlreiche Schätze entdecken. Der große Parkplatz füllte sich bereits in der Früh mit Autos und den verschiedensten Ständen. Der nächste Riesenflohmarkt in Bad Segeberg findet am 12. Oktober statt. Anmeldungen können jetzt schon vorgenommen werden. Das Norderstedter Traditionsunternehmen Suhr Innenausstatter bietet eine große Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten und das seit über 50 Jahren. Auf der rund 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden Kunden unter anderem mehr als 200 Parkettmuster und über 1000 Gardinenmusterschals. Die zweite Messe für Oldtimer, Youngtimer und Klassiker lockte am 23. und 24. August zahlreiche Besucher in die Holstenhallen. Diesjähriger Schwerpunkt der Sonderausstellung waren die 70er Jahre. Die Besucher erwarteten neben vielen Fahrzeugen auch ein interessantes Rahmenprogramm mit Kurzvorträgen rund um das Thema Oldtimer. Seit über 15 Jahren bietet Jens Böhme mit seinem Team für private und gewerbliche Kunden kompetente Arbeiten im Bereich Schlosserei, Metallbau, Stahlbau und Schmiede an. Ja, wir arbeiten sehr viel mit anderen Firmen zusammen, Sicherheitsfirmen, Gartenbauern, Architekten. Ja, und dann, wie gesagt, wir arbeiten mit viel Spaß an der ganzen Geschichte. Meine Leute sind viele Jahre bei mir und sollen auch nach vielen Jahren bei mir bleiben. Also was uns als kleine Firma auszeichnet, sagen wir mal, ist, dass wir das machen, wo große Firmen eigentlich sagen, haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir machen auch viele kleinere Sachen. Wir machen die Sachen, die ein bisschen komplizierter werden. Also momentan beschäftigen wir uns meistens mit der ENC 90, die neue Stahlbaunorm und Schweißtechniknorm, weil das für unseren Betrieb eigentlich die einzige Möglichkeit ist, auf Dauer zu überleben.
Mein Mann hat einige Bekannte, die andere Gewerke betreiben und mit denen er auch zusammenarbeitet. Also wenn es möglich ist, macht er eigentlich alles selber, weil wir das auch ganz gut finden, wenn alles aus einer Hand kommt. Wenn das jetzt was Spezielles ist, dann hat er einen Gartenbauer, Freund von uns ist Architekt und auch Tischler und die arbeiten schon ganz gut zusammen. Man kennt sich auch jahrelang und weiß auch, dass es dann noch funktioniert und nicht irgendwie schwierig werden könnte. Das vierköpfige Team arbeitet nach dem Motto, wir bieten Lösungen und nehmen ihre Probleme in Zahlung. Die zweite Halbzeit des Projekts Zukunft Holzentherme hat begonnen. Am 25. August feiert das Erlebnisbad nach 5 Monaten Bauzeit Richtfest in Kaltenkirchen. Der Sie nochmal ganz konkret auf die einzelnen Schritte, über die einzelnen Schritte informiert. Ein dickes Lob jetzt noch an unsere Mitarbeiter. Bauen im Bestand bedeutet immer erhebliche Unannehmlichkeiten und viele Umstellungen. Also die Holzentherme ist ein Infrastrukturprojekt, welches, ich sage mal, doch schon in Schleswig-Holstein und auch im Hamburger Raum seinesgleichen sucht. Was die Ausprägung dieser Therme angeht, ist eine Wohlfühltherme. Und dass sich die Menschen darin wohlfühlen, das zeigen ja die steigenden Besucherzahlen zum einen. Und zum anderen ist es für Kaltenkirchen ganz wichtig, diese Holzentherme zu haben, weil diese Holzentherme Kaltenkirchen bis zu 100 Kilometer über die Stadtgrenzen hinaus bekannt macht. Also für uns bedeutet es sehr, sehr viel. Es ist eines der größten Bauwerke in der Geschichte der Holzentherme. Und auch für die Gäste wird es eine spürbare, große Erneuerung und Veränderung sein. Wir werden einen Schritt weitermachen in die Großzügigkeit. Wir werden mehr Liegeflächen haben, mehr Sitzflächen mit großen Aussicht durch Panoramascheiben auf den neuen ebenerdigen Außenpool. Das Gefühl halt wie im Urlaub, echte Palmen drin und draußen. Das wird sich für die Gäste schon spürbar ändern und das wird auch in der Qualität her spürbar sein, dass da was Neues ist. In der schönen Atmosphäre des Palmgartens feierten die Gäste mit traditionellen Speisen und Getränken. Stadtmagazin TV Termine. 4 Tage Jahrmarkt in Kaltenkirchen gibt es vom 5. bis 8. September auf dem Festplatz. Zu einem offenen Singen lädt der Rehner Chor am 11. September ein. Start in die berufliche Zukunft. Vom 12. bis 13. September findet die 18. Junge Messe in der Tribüne Norderstedt statt. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Die Nordbau, Nordeuropas größte Baufachmesse, lockt vom 10. bis 14. September alle Bauinteressierten in die Holstenhallen. Eine Kunstausstellung im Rahmen des Kunstfleckens findet am 14. September in der Passage der Stadthalle Neumünster statt. Stöbern und schöne Dinge entdecken können die Besucher am 28. September auf dem Flohmarkt auf dem Außengelände der Holstenhallen. Und hier kommen die Schlagzeilen. Schneller Glasfaseranschluss für Kükels. Gero Stohr-Johann, Klaus-Peter Diek, Ralf Pütz und Dr. Axel Bernstein freuen sich mit Bürgermeister Holger Möller. Eine Woche Fußballspaß hatten die Kinder in Quickborn. Die Anmeldungen für das nächste Fussi-Camp laufen bereits. Neue App gegen Alkohol und Mediensucht. Alkomedia, voll das Leben. Das Gemeinschaftsprojekt von LSSH und AOK Nordwest richtet sich nun auch an Schulen des Kreises Segeberg. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Elektro Münster, seit über 40 Jahren in Norderstedt.